31 Schrott gesammelt. Dann sollten wir jetzt anfangen zu farmen, solange wir die Zeit haben, die Werkbank zu haben. Deswegen bin ich hier kurz auch direkt los. Ist bei dir der Baum gefallen? Jo. Oder die haben jetzt gar, oder der hat jetzt gar keinen Bock mehr und kommt erstmal gar nicht hoch. Ja, doch. Der wird wahrscheinlich nachts wieder mit seinen Leuten kommen. So wie der sich benommen hat, glaube ich nicht, dass er uns in Ruhe lassen wird. Aber wenn die jetzt einmal getötet haben mit Low Loot. Der hat mit Absicht nicht seinen besten Loot mitgenommen. Natürlich. Oh, Schwefel! Auf jeden Fall Bäume farmen. Und Schwefel. Ja. Da ist diese Drecksbase. Der Ort hier ist gelootet bei der Dings, bei der verlassenen Hütte. Ihr kleinen Pissgesichter. Ja. Er schreibt so, wo ich es geschrieben habe, 24 Euro, ich so kein Ding für Donkey King. Dann schreibt er mir 3 Minuten später, 20 Minuten. Wie jetzt? 20 Minuten ist er da? Ich glaube, er hat nur geschrieben, 20 Minuten hat er mir jetzt geschrieben. Als ob jetzt, oder? Okay. Also. Hey, 24? Ist das ein Angebot? Was? Alter, wenn das jetzt ein ist das ein Angebot oder was? Warum ist uns das? Ich dachte, also ein Dabei-Fragezeichen, er schreibt I guess. Nein, 20 Minuten, nicht 20 Euro. Nee, du hast doch gesagt 25 Euro. Nein, 20 Minuten. Nein, du hast 25 Euro gesagt. Keine Ahnung, nein, 35 Euro. Achso. Ich hab grad schon gedacht. Deswegen sagte ich ja, hey, ist das ein Angebot? Nein. Kommt er denn hier auf den Disco? Hat er den überhaupt? Ich glaube, er hat den nicht. Kennt er das Spielprinzip denn? Du Domme ist doch nicht. Na gut, der kann schnell lernen. Der ist nicht so dumm wie ich. Ich habe ihm eine Einladung geschickt auf den Discord-Server. Als ob der rankommt, wie geil ist das denn? Das hätte ich jetzt wirklich jetzt nicht gedacht von dem. Übrigens zwei Kisten. Nee, 3 Kisten sind doch noch in dem Ort hier gewesen. Also ja, das ist jetzt normale. Was? Das ist auch das normale. Wie das normale? Das sind ja nur 3 Kisten. Nein, das sind nicht. Hier in dem einen Haus. Der Eislöwe rankommen und dann sind wir 5 Leute. Und dann geht die Party ab, Alter. Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass noch jemand mitmacht, das sind aber 6 Leute. Oh yeah. Ich habe ihm nur die Einladung zum Discord-Server geschickt und er schreibt nur Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wollte er auf seinen Server. Jetzt ja, da ist er doch, in der Lobby. Kannst du ziehen? Mal durchziehen. Ah ne, ich bin gerade on the way. Ich kann ihn nicht ziehen. Ich zieh ihn kurz. Moin, Dobsche. Hallo. Was soll dieses Punkte, Punkt, Punkt, Punkt? Ich kann nicht sagen, wenn ich nicht in den Sprachteil. Bro, Alter, als ob du rankommst, Alter, wie geil ist das denn? Das macht dich jetzt gerade übel sympathisch. Ich war schon immer so sympathisch. Nein, warst du nicht. Wie geht's euch? Den Umständen entsprechend. Den Umständen entsprechend. Stressig. Aber auch entspannt. Aber auch Stress. Aber auch entspannt. Ja. Der labert und Typ da unten so voll. Ich hab übrigens 20 Metallschrott gefahren. Sehr gut. Nice. So, wir sind hier im Krieg mit ein paar Leuten. Aber wir haben gerade einen von denen. Wir brauchen echt jeden. Jede Hand. Jeder Söldner. Aber vergesst nicht, auch Schwefel zu farmen, ne?
Dann verzweifle ich sprich. Dann könnten wir doch eigentlich dem. Was du denn? Egal. Ich habe einen lustigen Witz geschickt. Was? Ist nicht mal. Ihr stirbt erst. Was? Alter. Jetzt will ich den auch, Alter. Nein! Nein! Das... Dumm, Alter, echt. Hä? Nein! Das ist unfair! Den versteht nur Fabi. Ja, Fabi, den versteht nur Basti. Ach, wow, okay, ja, danke. Ja, ist, naja, ist okay. Ich hab gerade an Fabi gedacht, weil er mir eine Nachricht geschrieben hat im Discord. Und in meinem Kopf ist so, ja, Fabi, okay. Ist okay. Alter, Tom, ey. Das ist schon witzig, oder? Ja, Good old times. Remember it. Du bist es einfach. Ich weiß. Ich war es schon immer und bin es schon immer. Ja. Ach, Jemen, ich wusste, dass ihr das sagt. Ach ja, ich soll jetzt vielleicht keinen Livestream mehr machen, während ich versuche, gehen. Ach ja, bevor du streamen oder aufnehmen tust, also wenn du also dieses Spiel, solltest du dann in den Einstellungen machen, dass es zensiert wird, alles. Wegen Nacktheit, also wegen weiß schon. Ja, ich weiß, bei Rust pinkelst du Leute. Was? Nein, du siehst was? Halt, du siehst halt die Genitalien. Und kannst du nicht auch pinkeln? Du kannst auch Leute anpinkeln. Nein. What? Das ist, ach nee, das ist Scum. Aber du siehst halt die alles halt nackig. Aber danke, Basti. Vielleicht will er das ja auch sehen. Nee, lieber nicht. Ja, also ich will, den habe ich ja auch da ausgemacht. Er hat nur bei Frauen ausgemacht. Ich glaube, er steht da wieder vor der Tür. Wird. Das war jetzt ja noch nicht die Tür. Ich habe wieder 33 mit der Schmerz. Ha! Was? Hat er jetzt eigentlich unser Ding jetzt? Nö. Ich hätte vorher jetzt hier in der Ecke gestanden. Und was habe ich sonst so verpasst? Alla Basti. Du hast vieles verpasst, Thomas. Aber. Was? Was? Ich hab Basti verpasst. Also, die sind immer noch nicht da, Basti. Nice. Wollen wir die eigentlich immer noch raiden oder ist unser Ziel jetzt anders? Anders. Ich würde sagen, erstmal unser Ziel ist anders. Erstmal Werkbank Stufe 2 und dann die anderen. Okay. Wir haben ja den Schlüssel noch, den müssen wir ausnutzen. Ja, du weißt ja nicht, wie schnell sie jetzt einen Code dafür machen. Ich glaube nicht. Und wenn nicht, dann sprengen wir ihnen halt die ganze Hütte um die Ohren. Das ist dann meine Aufgabe. Wir müssen auch erstmal alle die Maschinenpistole basteln dann. Ja. Die Leute werden so vergewaltigt, ganz ehrlich. Dann können wir auch bei unseren Nachbarn aufspringen. Ja, die haben wahrscheinlich dann auch da noch ein bisschen Loot. Die haben ja auch Schusswaffen. Wo läufst du gerade hin, Basti? Eigentlich wollte ich zur Kanalisationszweig, um da Kisten zu finden, aber ich glaube, falsch. Oder ich laufe zum Schrottplatz. Aber da sind ja immer die Gegner, ne? Ja, aber unsere Nachbarn sind ja, glaube ich, immer noch offline. Es gibt nicht nur unsere Nachbarn. Das ist es halt. Ja, das stimmt auch wieder. Ich guck erstmal, wenn ich jemanden sehe, laufe ich direkt weg. Wir haben fast 400. Oh nein, diese Dinger sind jetzt verstrahlt, ne? Ich guck. Ja, ist es auch. Ist das ein Zaun, der Schaden macht, oder was soll das sein? Der macht Aua Bubu. Ich will aber noch nicht bei uns raus. Metallschrot. Ja, sobald es Nacht wird, müssten wir wieder zurück, ne?
Fortnacht ist am besten, ja. Alter, ploppt hier ganz fett das auf, Alter, what the fuck? Oh, das ist eine Kiste. Ich hab einen Fehler gemacht und den dann wieder ausgebessert. Teilschrott, 5 Stück. Dieselkraftstoff. Ich kann einen Bagger bedienen. Du willst mich jetzt rollen, oder? Was? Hier, ich hab für den Bagger Kraftstoff gefunden. Geil. Als ob man einen Bagger bedienen kann. Wir haben sogar ein Metallfenstergitter. Ja. Würde ich dann, wenn wir uns mal auf unser Dach noch einen Schießturm bauen, den würde ich dahin machen. Würde ich auch machen. Gut, dass wir darüber geredet haben. Tschö. Kann ich ernsthaft den Bagger bedienen? Als Basti, hast du geschossen? Nein, nur wir warten. Ja, gut, dass wir das schon mal geklärt haben wieder. Von wo kamen die Schüsse? Von bei dir? Ja, irgendwo. Bei mir. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, an der Stelle. Sehe ich auch so. Wie kann man denn da drauf? Hier? Nochmal vor unserer Haustür steht, ich bin die Schaufel. Was, du bist bei mir? Ja. Oh, tsch, Junge. Wo bist du denn? Beim Bagger. Ihr macht euch, glaube ich, gerade gegenseitig fertig. Oh, Basti macht auf jeden Fall Benny fertig. Hey? Ich hab mal von mir weg, Alter, ich hab Angst. Wie kommt man denn da hoch? Ich glaub gar, da ist eh kein Loot, da ist nix oben drauf. Ja, aber ich kann den Bagger bedienen. Ich will den Bagger bedienen. Das ist kein Bagger. Benny will das kein Bagger ist. Oh, das ist gar kein Bagger. Wo ist denn hier ein Bagger? Das wird nicht mal da ein Bagger sein. Bestimmt. Nein, glaube ich auch nicht. Oh, hier ist eine Kiste. Splitter. Hier ist ein Panzer. Was? Kann ich nicht einfach den Panzer rollen lassen? Lass es gibt ja auch rollen. Später Panzer und so eine Scheiße. Basti, denkst du, ich könnte über einen Zaun springen? Und dann? In der Mitte ist was. Oder kommt man da hin? Ich weiß irgendwie nicht, ob das erlaubt ist. Wo denn? Da, das kaputte Gebäude da in der Mitte. Hä? Da war ich doch gerade, da kann man auch so rumlaufen. Oh, okay. Gut, dass wir das geregelt haben. Alter Schwede. Wir sind denn unterwegs wie immer. Oh, hier ist noch eine Kiste. Hey. Ich glaube, es wird langsam Nacht. Ja, ich würde doch gerne wieder zurück jetzt. So. Ich werde jetzt, glaube ich, auf die Straße und dem Schild an einem AK. Guck mal, die werden nichts mehr zu lachen haben, wenn wir eine AK haben. Dann heißt es nur noch Rödel, 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 Rödel. Ist halt nicht auch noch eine Kiste oder bilde ich mir das gerade ein? Ja, da ist noch eine Kiste auf dem Dingens. Auf dem Auto. Denn die noch und dann haben wir ab. Metallschrott und was ich recyceln kann. Ich schaff diesmal diese scheiß Schampenmann und stirb nicht wieder. So, 21 Metallschrott. Wieder ein Schritt näher zu unserer Werkbankstufe 2.
Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir schon die 400. Also ich hätte mal von Anfang an drauf investiert, jetzt hat man schon eine Stufe 3 haben können. Ich habe ja auch noch 17. Das wird ja, also es wird noch ein Tick entspannter dann, denke ich mal, wenn der Tobi gleich noch antanzt. Oh Gott, hier ist ja radioaktiv. Wer ist Tobi? Ja, ist, weil ich ja auch Tobi gesagt habe, ne? Ja. Nein, Tobi. Mit D. Also ich hab... Also was, du stellst dir auch gerade schon ein paar Sachen vor, oder? Ich stell mir auch vor, dass in der jeder Ecke ein Gegner steht. Ja. Kurzzeitig dachte ich, der Stamm wäre ein Gegner. What the fuck, Junge, was ist mit den Jungen? Los? Also heute schiebt der Basti sich ganz komische Filme. Wetten, ich stehen vor der Tür, Alter. I see. Wieso habe ich das Gefühl, dass das sogar sein wird? Ja, die Gamen ja eh. Also wenn sie vor der Tür stehen, dann hinter der Tür. Also hinter auf der anderen Seite halt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die spielen nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr, die hier, die Nachbarn. Ja, aber wenn die keinen Bock mehr haben, dann haben die auf jeden Fall ihre Schusswaffen in die Truhe gepackt. Ja. Aber irgendwann verschwindet es doch. Irgendwann ist ja bröselt doch alles, weil sie das Ding nicht länger hält. Ja, aber die dann sind wir da. Halten eigentlich länger als. Der Loot verschwindet dann aber, wenn. Wir müssen da rein, bevor das passiert. Wir müssen da rein, bevor das passiert. Ja, deswegen habe ich ja Schwefel gefarmt. Zwei Werkbank machen und dann. Also ich hab null. Ja, weil ich keins gesehen habe. Okay, dann haben wir ziemlich wenig. Jetzt kommen wir gleich zu dieser Mordfalle wieder an, ja. Outplayed. Ah, doch nicht. Au. Ja, wenn ihr auch, ja. Hier ist nicht drin. Tja, wir haben ja noch nicht. Also vielleicht sollten wir uns, wenn die Nachbarn nachher in ein, zwei Stunden immer noch nicht online sind, sollten wir vielleicht erstmal die aufmachen, wenn wir mehr Sachen haben. Also, das war eben mein Plan. Oh, die sind wieder da! Seid ihr im Haus? Ja. Ah, you will die again? Okay. Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Er hat sich für irgendwas bedankt, aber was hat er gesagt? Wir brauchen mehr Truhen. Wir brauchen mehr bessere Truhen. Also gefühlt ist bei uns der Server nicht tot an der Stelle, wo wir sind. Vibe-Server? Ich höre den nicht. Gefühlt hat er auch schon unsere Fallen studiert, gefühlt. Wieso schreibt der Monday Wipe Server? Weil eigentlich jeden Montag gewiped wird. Ist ja toll. Hat er auch schon wieder am Montag gewiped? Das ist irgendwie ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hast du draußen keinen gesehen?